Ein ehemaliger Angeklagter im Love Parade-Prozess hat nach WDR-Informationen mehrere Richter des Oberlandesgerichts Düsseldorf angezeigt. Hierbei soll es sich um den Baudezernenten der Stadt Duisburg, Jürgen Dressler, handeln. Er wirft den Richtern auf 7 Seiten Rechtsbeugung vor. Nach WDR-Informationen sollen vor allem gesellschaftlicher und politischer Druck zu der Anklage des ehemaligen Dezernenten geführt haben. Das Landgericht Duisburg hatte zunächst nicht genügend Anhaltspunkte für die Schuld des Stadtmitarbeiters gefunden und die Klage deshalb abgewiesen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte sie dann jedoch zugelassen. Das zweite Gutachten für eine Behelfsbrücke für die marode Kölvebrücke liegt vor. Inhaltlich geht es in dem Gutachten um die Kosten einer Behelfsbrücke zwischen Trompet und Schwafheim. Damals war von rund 800.000 Euro die Rede, die sich die Städte Duisburg und Moers teilen wollen. In dem zweiten Gutachten soll es um eine ähnliche Summe gehen. Was genau in dem zweiten Gutachten steht, wird allerdings erst am 7. März bekannt gegeben. Die Stadt Moers ist Eigentümer der Kölvebrücke. Deshalb entscheidet sie auch über eine Behelfsbrücke. Sollte sich Moers für das Behelfsbauwerk entscheiden, könnten noch im selben Jahr die Arbeiten beginnen. Die mobilen Antiterrorsperren aus der Innenstadt sollen nun die Karnevalsumzüge schützen. Die Stadt hatte die Sicherheitspoller am 23. Februar in der Innenstadt geräumt, um sie an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet einzusetzen. Sie werden unmittelbar nach Beendigung der Karnevalsumzüge wieder in der Innenstadt Fußgängerzone aufgebaut, so die Stadt. Alle bislang genannten Termine für den Einbau der ersten festen Stahlpoller sind nicht eingehalten worden. Zuletzt hatte die Stadt am 19. Januar dieses Jahres in Aussicht gestellt, an der Ecke Mercatorstraße-Königstraße die ersten Stahlpoller zu versenken. Geschehen ist das aber nicht. Die Zahl der Toten und Schwerverletzten bei Verkehrsunfällen ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr gestiegen. Laut NRW-Innenminister Herbert Reul um 6 auf insgesamt 490 Menschen. Das entspricht einem Anstieg von 1,2%. In Duisburg sind im vergangenen Jahr 8 Menschen durch Verkehrsunfälle ums Leben gekommen. Auch die Zahl der Radunfälle ist im letzten Jahr leicht angestiegen. Bei einer Schwerpunktkontrolle von Polizei und DVG wurden in Duisburg 100 Schwarzfahrer erwischt. Die Kontrolle fand am vergangenen Dienstag statt. Insgesamt wurden 2167 Fahrgäste überprüft. 4,6% waren davon ohne Ticket. Außerdem komme es laut der DVG immer öfter vor, dass Fahrgäste zwar Tickets mit sich führen, diese aber nicht entwerten. Auch das sieht die DVG als Schwarzfahren an. In ganz NRW wurden im vergangenen Jahr nirgendwo so viele Immobilien zwangsversteigert wie in Duisburg. Insgesamt 294 Zwangsversteigerungstermine hat der Fachverlag Agetra für Duisburg gezählt. Erst mit großem Abstand folgt dahinter Wuppertal mit 164. Auch Essen und Dortmund schneiden deutlich besser ab. Grund für die vielen Zwangsversteigerungen sei laut der AWO Duisburg die allgemeine Sozialstruktur der Stadt. Die relativ hohe Arbeitslosigkeit und die damit auch einhergehende Überschuldungsrate würden dazu führen, dass Menschen ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Die diesjährigen Mercator-Matineen beginnen am 3. März im Kultur- und Stadthistorischen Museum. Die Veranstaltungsreihe erwartet zahlreiche Besucher sowie Referenten zu Themen in Anlehnung an Gerhard Mercator und seine Zeit. Aus Anlass des 450-jährigen Jubiläums der Entstehung seiner berühmten Seekarte widmen sich die diesjährigen Mercator-Matineen der Leitfrage: Wo bitte geht's nach China? Die Mercator-Matineen sind 2012 gegründet worden und das Ziel ist eigentlich, aus dem Kreislauf herauszukommen, sich ständig nur mit Kartografie und Mercators berühmten wissenschaftlichen Leistungen zu beschäftigen, sondern zu zeigen, dass dieses Mercator-Jahrhundert, das 16. Jahrhundert, als Beginn der Neuzeit für uns alle heute große Bedeutung hat. Das Jahresprogramm ist ab sofort im Stadtmuseum und auf der Internetseite des Museums erhältlich. Der Eintritt kostet 6 Euro für Erwachsene, ermäßigt 4 Euro.
Der Landschaftspark Duisburg-Nord feiert sein 25-jähriges Bestehen. Zum Silberjubiläum lässt der Landschaftspark Akteure und Zeitzeugen aus der Geschichte des Meidericher Hüttenbergs zu Wort kommen. Zu sehen gibt es die Videos in der YouTube-Serie Parkzeit. Die Parkzeit startet am 27. Februar mit den Erinnerungen des Landschaftsarchitekten Professor Peter Latz. Er hat das Konzept zum Landschaftspark entworfen. Nach der Premiere am 27. Februar erscheint jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge auf dem YouTube-Kanal des Landschaftsparks. Die Metropole Ruhr hat in den vergangenen Jahren als Reiseziel deutlich an Attraktivität gewonnen. So ist die Anzahl der Übernachtungen im Ruhrgebiet um mehr als 3% angestiegen. Damit liegt die Metropole Ruhr über dem NRW-Landesdurchschnitt von knapp 2%. Auch Duisburg verzeichnete mit mehr als 560.000 Übernachtungen im Jahr 2018 ein deutliches Plus. Spitzenreiter in dieser Statistik ist Essen mit mehr als 1,6 Millionen Übernachtungen. Die Zahlen hat das Statistische Landesamt IT-NRW ermittelt. Die Stadt Duisburg hat das Gebäude der ehemaligen Stadtbibliothek an die Focus Development AG verkauft. Focus plant hier, die Nordseite des Gebäudekomplexes zu einem fünfgeschossigen Büro- und Geschäftshaus zu entwickeln. Als Ankermieter ist der Lebensmittelhändler Edeka vorgesehen. In den verbleibenden Etagen will auch die Focus AG künftig ihren Sitz haben. Ziel ist es, den Fußgängerbereich in der Düsseldorfer Straße besser mit den Kundenströmen der Innenstadt zu vernetzen. Das Investitionsvolumen soll bei insgesamt 50 Millionen Euro liegen. Sonnig mit frühlingshaften Temperaturen um die 20 Grad. So zeigte sich heute das Wetter in Duisburg. Morgen dagegen hält sich die Sonne mehr zurück. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Auch die Temperaturen sinken auf bis zu 14 Grad. Der Start ins Wochenende zeigt sich ähnlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Werte liegen zwischen 6 und 9 Grad. Der Samstag bleibt meist wolkig. Nur vereinzelt kann sich die Sonne durchsetzen. Das Thermometer steigt auf bis zu 13 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Achtung, liebe Autofahrer, auch morgen kontrollieren die Ordnungshüter wieder die Geschwindigkeit. Geblitzt wird unter anderem am Heidberg in Ungelsheim und auf der Ehrenstraße in Hochheide. Außerdem behindern Baustellen den fließenden Verkehr. In Walsum findet eine Kanalsanierung in der Dittfeldstraße statt. Die Arbeiten werden als Wanderbaustelle durchgeführt. Die Dittfeldstraße ist dadurch zwischen Lehnackerstraße und Büßackerstraße abschnittsweise voll gesperrt. Die Schulbushaltestelle wird während der Arbeiten auf den Lechweg verlegt. Die Baumaßnahmen dauern noch an bis November 2019. Und in Obermarxloh ist die Schillerstraße zwischen Uhlandstraße und Freilichrathstraße voll gesperrt. Grund hierfür sind Kanal- und Straßenbauarbeiten der Wirtschaftsbetriebe. Die Baustelle wandert nach und nach weiter bis zur Blütenstraße. Die betroffenen Einmündungen sind geschlossen und als Sackgasse ausgeschildert. Umleitungen sind eingerichtet. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht eine angenehme und staufreie Fahrt.